Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich stehe in der Küche und es hat einen bestimmten Grund, und zwar gibt es heute ein What I Eat in a Day. Ich weiß nicht, wie lange ihr mir schon folgt, aber früher habe ich die häufiger gemacht und ich glaube jetzt so seit 2 Jahren gar nicht mehr. Also ich dachte, es wird mal wieder Zeit. Ich muss wirklich sagen, ich habe mir das als Challenge gesetzt, weil Leute, ich bin so faul, wenn es ums Essen angeht. Ich esse fast jeden Tag dasselbe, wirklich. Und ich hasse es zu kochen, ich hasse es, Essen zuzubereiten, es macht mir einfach keinen Spaß. Was heißt, es macht mir keinen Spaß? Es ist einfach, ich muss hinterher alles selber aufräumen. Als ich zu Hause gewohnt habe, habe ich das noch lieber gemacht, weil meine Mama halt dann aufgeräumt hat. Und jetzt räumt keiner mehr auf und jetzt muss ich alles selber aufräumen. Das ist wirklich einfach nicht cool. Was aber auch nicht cool ist, ist jeden Tag dasselbe zu essen und davon ist 60% halt wirklich nur Scheiße. Deswegen sehe ich dieses Video hier als Challenge. Ich habe auch erstmal nur einen Tag gemacht, weil ich dachte, okay, in What I Eat in a Week ziehe ich niemals durch. Aber falls euch das gut gefällt, dann mache ich das gerne öfter. Müsst ihr mir dann einfach mal rückmelden. Kleiner Side-Fact, alle Rezepte werden vegan sein. Also ich ernähre mich vegan und deswegen sind die Rezepte auch alle vegan. Wir starten heute auf jeden Fall mit einer Granola Bowl. Ich habe das Granola einfach selber gemacht. Ich habe euch jetzt mal kurz eingeblendet, wie das Rezept geht. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren, schmeckt sehr, sehr gut. Es ist nur noch nicht so chunky genug. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig Fett, glaube ich, dran gemacht. Okay, Leute, wir starten erstmal mit dieser Bowl hier. Und jetzt füge ich noch den ganzen Rest hinzu. Okay, Leute, so sieht jetzt meine Granola Bowl aus. Eigentlich ziemlich simpel, aber selbst das kriege ich ganz oft nicht hin. Let's taste. Das Granola ist richtig gut geworden. So, Leute, Frühstück ist aufgegessen. Ich mache mich jetzt mal ein bisschen fertig, weil ich mich später auch zum Mittagessen mit Laura treffe. Und zwar gehe ich das erstmal Banh Mi essen. Ich bin super gespannt. Ja, ich freue mich da sehr drauf. Ich muss jetzt gleich jetzt noch ein bisschen hier die Bude aufräumen. Meine Nase ist auch noch ein bisschen zu. Ich bin so ein bisschen erkältet. Okay, Leute, let's get ready. Jetzt kommt der Concealer. Ein bisschen Highlighter, jetzt ein bisschen Blush. Okay, Leute, so sieht das jetzt aus. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr süß. So, Leute, bevor ich mir jetzt meinen Iced Coffee mache, wollte ich euch ganz kurz was zeigen. Und zwar ist das mein neues Geschirr. Wie wunderschön sieht das bitte aus. So schön. Einige Sachen davon habt ihr bestimmt schon gesehen, jetzt in den vorherigen Sequenzen. Alles davon ist von Motel & Mio, auch hier die Vasen. Und Leute, das ist
Es ist unfassbar. Die ist so toll. Die ist von innen in so einem dunklen Blau und außen ist die halt in so einem helleren Türkiston. Wie wunderschön sind diese Gläser, bitte. Ich glaube, da mache ich mir auch gleich mein Eisglatte drin. Ich mache jetzt mal so kurz ein Standbild und schreibe euch jetzt mal die ganzen Namen von den Produkten hin, die ich euch jetzt hier gerade zeige, damit ihr vielleicht einen Screenshot machen könnt und dann könnt ihr online nachgucken. Mein Freund liebt vor allem diese Form hier so sehr, weil die halt nicht so schön, Leute. Schaut euch das mal bitte an. Die ganzen Sachen werden übrigens fair produziert und bemalt in Portugal. Aber alles ist so ein Einzelstück. Falls ihr euch dafür auch irgendwie interessiert, dann schreibe ich euch hier auf jeden Fall mal meinen Code hin. Da spart ihr 25% mit. Plus 5% auf die Sets, die bereits 30% reduziert sind. Also ihr könnt damit auf jeden Fall ordentlich sparen. Ich hoffe, ihr freut euch ganz doll. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall erstmal ein Eisglotto. So, Taste Test. Ich habe die Bohnen aus Kopenhagen mitgebracht bekommen von meinem Freund. Also wir bringen uns immer, wenn wir im Urlaub sind oder so, oder gerade in so Großstädten sind, bringen wir uns immer so Kaffeebohnen mit. Er ist komplett obsessed mit Kaffee, also auf einer ganz anderen Ebene. Und ich bin überhaupt nur durch ihn so ein bisschen minimal in dem Thema drin, aber auch jetzt nicht wirklich mit einer Expertise. Und ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass es nicht super süß aussieht. Let's try. Sehr, sehr lecker. Ich mag zum Beispiel gar nicht so Filterkaffee oder so. Auch wenn ich davon maximal einen Tag trinke. In letzter Zeit eher so alle 2 bis 3 Tage. Ich habe immer schon das Gefühl, so wegen Hormonen und so, dass es vielleicht nicht so gut ist, weil ich habe teilweise wirklich so 2, 3 Kaffee am Tag getrunken. Halt von so sehr starken. Also das ist jetzt zum Beispiel auch ein Double Shot. Und ich habe es schon gespürt, also sei es jetzt Haut oder Haare oder generell auch so, dass man so eine Unruhe in sich hat. Deswegen versuche ich da jetzt ein bisschen mehr drauf zu achten, aber ich liebe es. Ich könnte ihn wirklich sehr oft trinken, aber ja. Okay Leute, ich werde jetzt hier noch ein bisschen was im Haushalt machen, weil hier sieht es wieder aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Und dann mache ich mich auf den Weg in die Stadt. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel filmen, weil ich ehrlich gesagt Laura noch nie privat getroffen habe. Ich habe sie durch Johnny kennengelernt, durch so Release-Feiern oder jetzt auch wieder gesehen auf dem letzten Konzert von Johnny. Und deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt und ich will ihr nicht direkt so die Kamera ins Gesicht halten. Werde ich wahrscheinlich trotzdem machen, wenn ich darf. Aber ja, wir sehen uns später wieder. Kussi! Hallo Friends, wir haben es jetzt 12 Uhr. Ich weiß, ich habe relativ früh gefrühstückt, deswegen habe ich jetzt gerade wirklich echt Appetit auf etwas. Und ich habe mir so einen geilen Snack gekauft, Leute, ich zeig's euch. Ich weiß, die Meinungen gehen da ein bisschen auseinander. Ich finde es super geil. Ich mag generell Snacks und Süßigkeiten gerne, die nicht allzu süß sind. Ja, auf jeden Fall habe ich das jetzt für mich entdeckt. Das ist dieses, das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen, das ist diese Hanuta-Schnitte. Also es sieht eigentlich genauso aus wie ein Hanuta. Aber halt mit Pistazie innen drin. Es ist so slightly süß, aber halt auch so ein bisschen so salzig und perfekt einfach. Die sieht halt wirklich aus wie ein Hanuta. Ja, die schmeckt so geil. Ich hatte die jetzt auch im Kühlschrank und ich finde, dann schmeckt die noch geiler, wenn das innen drin so richtig so, also nicht knackig, aber so fest ist. Ja, seht ihr so ein bisschen die Pistazie. Geil. Tu mal so, als würdest du das erste Mal essen. Mhm. Oh, sieht schon geil aus. Jetzt hier, mach mal den Crunch-Test. Hast du das so erwartet? Wow. Groundbreaking. Okay, Leute. Taste Test. Oh, das ist ja noch warm. Ja. Ich meine, natürlich ist es warm. Ja. Wow.
Du musst warten, bis du zur Mitte kommst. Da wird es noch viel krasser. Warte. Jetzt halt Crunch. So Leute, wir machen uns jetzt ein schönes Abendessen. Ich habe so unfassbar Hunger. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so Hunger. Die Sonne geht schon gerade unter. Ich hoffe, ich kann euch das auch irgendwie schön abfilmen. Okay Leute, let's go. Erwartet jetzt bitte nichts Krasses von mir. Ich werde das machen, was ich immer mache. Und zwar Ofengemüse. Yay! Jetzt brauchen wir noch ganz viel Gemüse. Ich nehme da meistens normale Kartoffeln, Süßkartoffeln, Zucchini und Kichererbsen. Und ich habe über Proteine geredet. Proteine müssen auch rein. Und da nehme ich dann heute Tempeh. Ach Gott. Tatsächlich habe ich noch genau perfekte Menge übrig. Die perfekte Größe für eine Person. Okay Leute, wir schnibbeln jetzt. Leute, das ist jetzt alles im Ofen drin. Das wird jetzt auch ein bisschen dauern. Ich habe es meistens so eine halbe Stunde drin und dann geht es eigentlich klar. Auf jeden Fall habe ich noch ein Rezept gesehen. Also das ist das Rezept. Das ist so ein ganz easy, schnelles Snack-Ding. Dafür brauchen wir nur eine Banane, heiße Schokolade, Erdnussbutter und Erdnüsse. Das machen wir jetzt. So Leute, Abendessen ist im Ofen. Mein Snack ist im Kühlschrank. Falls ihr euch übrigens denkt, trinkst du überhaupt irgendwas über den Tag, außer jetzt deinen Kaffee? Ich trinke immer Sprudelwasser mit Zitrone. Heute ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Ich bin eine Person, ich bin obsessed mit Sprudelwasser. Irgendwie habe ich das Gefühl, es erfrischt mich anders. So Leute, in der Regel sitze ich eigentlich nicht auf dem Boden, wenn ich esse. Aber das Ding ist, wenn ich mich jetzt da hinsetze, dann ist das Licht so schlecht, dass man nichts mehr sieht. Ich sitze auf einem sehr bequemen Teppich, deswegen ist es halb so wild. Wie gut sieht das aus? Es gibt doch einfach nichts über gute, alte, normale Kartoffeln. Oder Kartoffelspalten. Falls ihr übrigens noch nie Tempeh gegessen habt, das sind, glaube ich, auch Sojabohnen, aber fermentiert. Ich glaube wahrscheinlich gerade Müll. Auf jeden Fall schmecken die richtig, richtig lecker. Und so klein geschnitten im Ofen sind die so gut. Okay, Leute, wir testen jetzt noch den Snack hier. Ja, jetzt nicht das Schönste, was ich jemals gemacht habe, aber hey. Oh, ist das lecker. Oh, ich liebe sowas. Die sind approved. Die sind sehr lecker. Naja, Leute, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war, wie gesagt, mal wieder was anderes. Ich habe es mal wieder ausprobiert. Und ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Dann drehe ich das gerne für euch ab. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Hoffentlich. Bye!